Aquisquerquenes ist eine der größten und wichtigsten Ausgrabungsstätten des römischen Galiziens. Es handelt sich um ein gewaltiges Legionsfort, das zwischen ca. 70 bis 120 besetzt war und danach verlassen wurde. Außerdem haben sich andere Strukturen wie die Legionsbäder und eine Mansio erhalten. Das sollte das große Highlight für den letzten kompletten Tag meiner Reise werden. Also machte ich mich auf die Spuren der Via 18, an der Aquisquerquenes lag. Die Via 19 führte nördlich der Berge von Bracara über Lucus nach Asturica, die Via 17, der ich seit ein paar Tagen folge, südlich davon. Die Via 18 hingegen lief mitten durch das Gebirge hindurch und hatte daher besondere Bedeutung für den intensiven Bergbau der Region. Ich habe die Straße bereits kurz bei meinem Besuch von Las Medulas gekreuzt, als ich eine Art Verwaltungshaus der Goldminen, das genau an der Via 18 lag, erkundete. Heute befindet sich entlang der antiken Via 18 ein Nationalpark und Biosphärenreservat im Tal des Flusses Rio Caldo. Nach kurzer Fahrt erreichte ich so Aquisquerquenes, doch fand die Anlage zu meiner großen Überraschung überflutet vor. Das Lager liegt an einem Staudamm und wegen des vielen Regens der letzten Zeit stand es heute komplett unter Wasser. Auch die Bäder, die man hier sehen sollte, hatten meterhohe Wassermengen überschwemmt. Frustrierend und traurig, aber so blieb mir nichts anderes übrig, als wieder zu gehen. Sehr, sehr schade. Denn das sieht nach einer richtig guten archäologischen Stätte aus. Unweit des Stausees von Aquisquerquenes befindet sich die hier zu sehende visigotische Kirche. Das römische Galizien kam um das Jahr 410 zu seinem Ende, als der germanische Stamm der Sueben in den Wirren der Völkerwanderungszeit hier ihr Königreich errichtete. Die suebische Herrschaft war allerdings nur von recht kurzer Dauer, denn schon 585 wurden sie wiederum von den Visigoten erobert. Unter der visigotischen Herrschaft wurde dann um 675 dieser Tempel hier errichtet, vielleicht auf dem Ort eines früheren römischen Tempels. Gebäude aus einer derartig frühen Zeit des Mittelalters sind äußerst selten und die Kirche ist daher ein Symbol, sowohl für das Ende des Römischen Reichs und das Ansetzen eines dunklen Geschichtszeitalters, als auch für das Fortbestehen römischer Tradition und deren Anpassung im Sinne der katholischen Kirche. Sehr, sehr viel seltener als römische Sachen, aber eben nicht römisch. Die nächsten Sehenswürdigkeiten entlang der alten Via 18 hingegen sind wirklich zutiefst und komplett römisch. Sie befinden sich alle talabwärts am Rio Caldo, eingebettet in eine herrliche Nationalparklandschaft. Die erste dieser römischen Stätten ist eine Mansio. Das war eine Art staatliche Raststätte entlang der großen Verkehrsstraßen. Was man von der Mansio heute sieht, ist insbesondere der Badekomplex hier zu sehen. Der Eingang ins Badehaus lag ganz hinten. Der große Raum hier ist das Apodyterium, das Umkleidezimmer. Im davorliegenden Raum, durch den ich jetzt laufe, dem Präfurnium, hätten Arbeiter oder Sklaven die Anlage erwärmt. Ein Feuer hätte das Hypokaust-System angetrieben und gleichzeitig Wasser in einem Tank für das Bad erhitzt. Den Mund der Feuerstelle des Hypokausts kann man hier sehen. Hinter dem Präfurnium lagen die eigentlichen Baderäume, ein Heißbad, das Caldarium, und ein lauwarmes Bad, das Tepidarium, unter denen der Hypokaust verlief. Jeder der beiden Räume hatte einen Apsenanbau, jetzt im Vordergrund zu sehen. Die Hypokaustanlage ist großteils nicht erhalten, aber sehr solide rekonstruiert. In der großen der zwei Apsen hätte sich ein gemauertes Becken mit heißem Wasser befunden, die kleinere Apse hätte laut Informationstafel ein Labrum, eine Badewanne mit vorspringender Lippe, verziert. Nebenan befinden sich die Wohnräume der Mansio. Der Wohnteil und der Badekomplex waren durch den hier zu sehenden Korridor getrennt. Beide Hausteile grenzten an einen Portiko mit Säulen um einen Innenhof, in dessen Ecke ich hier praktisch stehe. Der erste Raum hier ist ganz offensichtlich die Küche, denn man sieht noch die Überreste eines Backofens. Daneben finden sich noch einige weitere Räume mit unklarer Funktion. Man darf spekulieren, dass sie vielleicht als Schlafzimmer für die Gäste, als Essenssaal für die Verwaltung der Mansio, als Vorratslager oder von Sklaven verwendet wurden. Schließlich gibt es noch einen letzten Raum zu sehen, der sich am Kopf des säulenumrahmten Innenhofs befunden hatte. Vielleicht hätte er eine besondere Funktion besessen, möglicherweise eine Art Hausschrein, ein spiritueller Ort zum Erholen oder ein Triklinium. Auf jeden Fall besaß der Raum einen Kaminofen, wohl von ganz ähnlicher Bauart, wie man ihn auch heute noch in traditionellen galizischen Häusern antrifft. Hier also lag vor 2000 Jahren an der Via 18 diese Herberge, ein winziger Flecken Zivilisation an einem abgeschiedenen Ort. Von hier wäre man dann auch nach Aquisquerquenes gelangt.
So einer Mansio hätte man nach einer beschwerlichen Reise eine Nacht schlafen können. Auch neue Pferde für den imperialen Postservice gab es hier. Sehr schön. Gut, das mal gesehen zu haben. Danach ging es weiter flussabwärts ins Tal hinab. Als nächstes gelangte ich zu den römischen Meilensteinen von Aponte Nova in Lobios. Sie stammen alle von der hier verlaufenden römischen Straße Via 18, im Volksmund auch bekannt als Via Nova, die, wie gesagt, als mittlere Route zwischen Via 17 und Via 19, Bracara mit Asturica verband, direkt durch das Gebirge hindurch und sie verlief auch in der Nähe der Goldminen von Las Medulas. Im Laufe der Zeit wurden viele Meilensteine dieser Straße entdeckt, gesammelt und an diesem Ort hier zu einem winzigen Freilichtmuseum zusammengestellt. Insgesamt befinden sich hier, ich würde schätzen, ungefähr 15 meist anepigraphische Meilensteine. Einerseits ist das natürlich sehr hübsch für Touristen, es gibt Sitzgelegenheiten, Wanderwege führen vorbei, auch Autofahrer können hier eine Mittagspause machen. Andererseits verwittern die Steine so natürlich schnell. So wissen wir zum Beispiel dank dieser Meilensteine, dass wenigstens einige Abschnitte der Via 18 um das Jahr 79 nach Christus während der Regierungszeit von Kaiser Vespasian eröffnet wurde. Denn einige trugen Inschriften, die zur Zeit ihrer Setzung unter anderem den Namen des Kaisers angaben. Ich glaube nicht, dass man das heute noch leicht lesen könnte. Ich wagte mich trotz Regens noch ein bisschen weiter durch das Tal des Rio Caldo. Denn wer das macht, der wird dafür belohnt mit einem winzigen Stückchen echter Via 18. Ja, das hier ist nicht irgendein Weg, kein moderner Wanderpfad oder so, kein Stein, der erst seit vorgestern hier liegt. Nein, das sind wirklich Überreste einer 320 Kilometer langen, mühsam und vorsichtig erbauten, mit Abwasservorrichtung und der besten Hightech seiner Zeit versehenen, etwa 1950 Jahre alten Hochgeschwindigkeitsstraße. Ich meine... Ja, wow, das sieht man doch wirklich nicht alle Tage so. Das ist eine sogenannte Calzada Romana, ein stattlicher römischer Weg oder eben eine römische Via. Davon gibt es in der Provinz Hispania Galicia, Galicische, Galeica, Galaeica und dem angrenzenden Lusitania, so grob das moderne Portugal, eine ganze Menge. Aber ich glaube, dieser Überrest ist vielleicht einer der besten. Auf Deutsch sagt man dazu eine römische Straße. Eine römische Via. Das moderne Wort Straße leitet sich ja gerade vom spätlateinischen oder vulgärlateinischen Wort Strata ab, einer Via Strata. Wow! An der Übernahme des Wortes Strata erkennt man gut, wie wichtig und praktikabel die Idee hinter dem lateinischen Konzept war. Und das sieht man auch an einer riesigen Anzahl anderer Lehnwörter. Küche, Münze, Pflaume, Mauer, Unze, Post, Straßen, lauter wichtige kulturelle Errungenschaften der Römer. Das Wort Straße selbst ist in allen westgermanischen Sprachen attestiert. Durch die frühe Aufnahme in alle westgermanischen Sprachen hat es das Wort durch Kolonialisierung bis ins Indonesische oder Afrikaans gebracht. Das Wort muss also so um 100 bis 500 geborgt worden sein, aber attestiert ist es, glaube ich, nicht vor 800 im Deutschen und vielleicht 875 im Altenglischen. Bis hierhin. Das spanische Wort Calzada leitet sich übrigens ab vom vulgärlateinischen calciata, das heißt also auch gepflasterte Straße oder genau gesagt gepflastert mit Kalkstein, kommt aus dem lateinischen calx, Kiesel, kleiner Stein, Kieselstein. Während es draußen stürmt und ich im Auto sitze, frage ich mich, wie so eine Via Strata um 400 bei den Germanen denn aussah. Nicht so eine Calzada in Galizien, so eine richtig beeindruckende Via Strata um 200. In Ober- oder Untergermanien, im Noricum, in Rätschen, vielleicht sogar in Rom bei Sonnenschein. Vielleicht kann ich sowas auch noch eines Tages besuchen. Und weiter geht's.
Leider wurde das Wetter zunehmend schlechter und ich beim Betrachten der letzten Städte im Regen klitschnass. Jetzt regnet es echt richtig krass. Aber fuck it, ich bin so einen langen Weg gekommen. Jetzt will ich das auch alles sehen. Beim letzten sichtbaren Überbleibsel der Via 18 handelt es sich um die sogenannte Mutatio deas Moras. Das ist eine Art Station für den römischen Postbetrieb, den Cursus Publicus. Pferde wurden hier gestärkt oder ausgetauscht. Dadurch wurden durchaus beachtliche Geschwindigkeiten bei der Nachrichtenvermittlung erreicht. Der Fund unterstreicht die Wichtigkeit der Via 18. Nur ausgebaute Viae boten die Möglichkeiten einer schnellen Postanbindung. Da einfache Arbeiter der Unterklasse wohl selten in einer schicken Mansio geschlafen hätten, das war ja doch eher eine Art Hotel für gehobene Offiziere und Beamte, konnten hier wohl außerdem Reiter oder private Postkuriere Rast machen. Das ist im Grunde genommen ein kleiner Pferdestall. Außerdem ist diese Mutatio ein selten gut erhaltenes Exemplar, denn es gab keine spätere Wiederverwendung des Gebäudes. Das Areal ist grob so, wie es auch beim Zusammenbruch des römischen Postnetzes zurückgelassen wurde. Was es da wohl noch alles zu finden gibt? In Asturica hatte ich auch eine Art Poststempel im Museum gesehen. Tja, das muss was gewesen sein, wochenlang durch das ganze römische Reich zu reiten. So war das Leben vor Autos, Flugzeugen und sogar Raketen. Was würde ein Römer wohl heute von unserer Zivilisation halten? Man kann über die Menschheit doch nur staunen. Wie auch immer, ich habe einige römische Sehenswürdigkeiten im Rio Caldotal gesehen und bin bereit für das nächste Abenteuer. Das bringt mich in die Stadt Aquae Flaviae, die flavischen Wasser, das moderne portugiesische Chavish. Aquae Flaviae, die Wasser der Flavier, war eine wichtige Siedlung im römischen Galizien. Sie wurde im Jahr 76 unserer Zeit unter Kaiser Vespasian, einem flavischen Kaiser, daher der Name, zu einem Municipium, also einer großen Stadt mit einiger Selbstverwaltung erhoben. Einen guten Teil ihrer wirtschaftlichen Kraft und Bedeutung verdankte die Stadt ihrem Gesundheitsbad, einer Art antiken Spa, das durch die hier vorkommenden heißen Quellen ermöglicht und von den Römern hochgeschätzt wurde. Etwa 100 solche Aquae- oder Badeorte gab es im Römischen Reich, aber Aquae Flaviae ist eines der wichtigsten Beispiele auf der Iberischen Halbinsel. Aquae Flaviae. Hier betrete ich nun die römischen Thermen von Chavish. Der Eintritt ist übrigens kostenlos und verschaffe mir erstmal einen Überblick. Diese Bäder hatten, wie die meisten Aquae, medizinisch-therapeutische, erholungstouristische und religiös-spirituelle Zwecke. Sie sind viel größer und vielschichtiger als durchschnittliche städtische Bäder und vielleicht eher mit einer modernen, ruhigen Kurklinik zu vergleichen. Andere berühmte Bäder des Imperiums waren Aquae Sulis, das moderne Bath in England, Aquae Gadaris, das moderne Hamed Gader unterhalb der Golanhöhen in Israel oder Aquae Sextiae, Aix-en-Provence in Frankreich. Zwei Bauphasen lassen sich ausmachen. Die erste Phase umfasst das erste Jahrhundert. Überreste aus dieser frühesten Form des Bads findet man unterhalb des Hauptpools in der Mitte vom Ausgang aus betrachtet links. Heute läuft man großteils auf dem erhöhten Fußboden darüber hinweg. Hier gab es ein Hygienebad mit Hypokaust. Es war ein recht kleiner Bau, vielleicht für spezielle medizinische Behandlungen, vielleicht sogar gewisse Operationen. Dieses Gebäude wurde später dann abgerissen. Der hier zu sehende Sockel für eine korinthische Säule wurde im Hypokaust-System des Bads der ersten Phase entdeckt. Dahinter wurde, ebenfalls in der ersten Phase, ein Nymphäum errichtet. Ein Nymphäum war ein kleiner, den Nymphen, also Wassergöttern, gewidmeter Tempel. Dieser Tempel wurde durch das Einlegen einer Granitplatte und mit wasserundurchlässigem Opus Signium errichtet. Hier wurden auch zwei Altäre für die Nymphengötter entdeckt, die ebenfalls in dem Bad ausgestellt sind. Hier ist der erste, ein Fragment mit einer Widmungsformel, und hier ist der zweite, ziemlich komplett erhaltene Altar für die Nymphen. Macht doch Sinn, falls die Medizin nicht funktioniert, die Wassergötter um Hilfe zu bitten. Auch dieser Steinblock schließlich trägt eine Widmungsinschrift für die Nymphen. Er wurde von einem Freigelassenen gesetzt und viel später als Baumaterial in einem Haus wiederverwendet. Ursprünglich hätte er sich aber wohl hier in den römischen Bädern befunden. Das Nymphäum blieb während der gesamten Zeit der römischen Bäder in Benutzung. Die rechteckige Quelle hatte eine Tiefe von 1,70 Meter. Sie besaß einen halbrunden Aufbau, eine sogenannte Exedra, wurde durch ein Loch mit heißem Quellwasser gefüllt und hatte eine Art Rosengitter als Fenster. In der zweiten Bauphase, zwischen dem Ende des zweiten und Beginn des dritten Jahrhunderts, wurden die anderen heute sichtbaren mittigen Überreste der Anlage errichtet. Hier sieht man einen der zwei großen Pools, welche sowohl aus wasserdichten Opus Signium, ein Fragment ist hier zu sehen, als auch Opus Quadratum Blöcken an den Seiten bestanden.
Das heiße Mineralwasser floss aus den Quellen direkt in diesen Pool, der daher eine Temperatur von bis zu 73 Grad Celsius aufweisen konnte. Viel zu heiß, um darin zu baden. Deshalb wurden Holzplanken über das Wasser gelegt, deren 40 Granituntersätze deutlich in dem Becken zu erkennen sind. Die Badegäste hätten auf den 6 das Becken umgebenden Stufen gesessen, vielleicht mit Krügen heißes Wasser aus dem Pool geholt, sich erholt, gespielt. Einen sensationellen Fund hat man in diesem Pool gemacht. Man fand einen sogenannten Pyrgus, das ist ein in etwa 3x7 cm großer Würfelbecher aus einem feinen Bronzegitter, die eine Inschrift bildet. Es ist eins von weltweit nur 4 bekannten Exemplaren und befindet sich jetzt irgendwo in Lissabon. Der Pool hatte eine Größe von 14x9 m und eine Tiefe zu den Holzplanken von 1,60 m, vielleicht eine Standardtiefe solcher römischer Heißquellbecken. Um den Pool herum befanden sich kleinere Becken, die ebenfalls von heißem Thermalwasser gespeist wurden. Hier konnten Badegäste einzeln oder in kleinen Gruppen in vielleicht unterschiedlich temperierte Heißbecken eintauchen. Als nächstes schauen wir auf das zweite große Becken in der Mitte der Ausgrabungsstätte. Diese zweite antike Schwimmhalle hatte einen Pool, der mit 13x18 m und einer Tiefe von 1,63 m nur geringfügig kleiner war als der letzte. Dieses Becken besitzt Eingangstreppen nur an einer Seite. Die Opus Quadratum-Pflasterung des Bodens ist hervorragend erhalten. Darunter befindet sich Opus Signium, was die Unterfläche wasserfest macht. An der Wand gegenüber der Treppe hätte sich möglicherweise eine Apse für eine Nische mit einer Statue befunden. Seitlich der Stufen hätte sich ein weiterer Heißwasserpool befunden, bedeckt mit einem Ziegeldach. Man darf sich in den zwei großen Hallen durchaus auch hochwertige Steine, Schmuck und Säulen vorstellen. Hier sieht man beispielsweise den Rand einer ornamentalen Plakette aus Marmor mit Akanthusblättern und den Kopf der Skulptur einer jungen Frau von ca. 220 bis 235. Er wurde auf dem Boden dieses Schwimmbeckens gefunden. Die zwei großen Schwimmbecken waren von gewaltigen Tonnengewölben überdeckt. Sie wurden in der Bauweise des sogenannten Opus Latericium errichtet, eine Art Backstein. Zwei derartig große Hallen direkt nebeneinander. Das muss schon recht beeindruckend gewirkt haben. Das zentrale Gewölbe überdachte einen weiteren 10x15 m großen Raum hinter dem mittigen Schwimmbecken. Er ist heute mit orangefarbigen Steinen angedeutet. Er wurde vielleicht für Massagen oder andere Behandlungen, vielleicht aber auch einfach als Apothetarium verwendet. Auf dem Fußboden sieht man zwei Gullilöcher. Diese leiteten überschüssiges Wasser in die Kanalisation und von dort aus in den Fluss ab. Direkt daneben befindet sich die Leitung, die das große mittlere Becken mit Thermalwasser speiste. An der Außenwand der zentralen Schwimmhalle befand sich das sogenannte Castellum Aquae, ein 4x6 m großes Reservoir, das das medizinische Thermalwasser von einem Schacht südlich des Gebäudes sammelte, durch Sand filterte und in die einzelnen Schwimmbecken verteilte. Es war möglich, das Wasser aus dem hinteren und den kleineren Schwimmbecken für deren Reinigung abfließen zu lassen, aber den zentralen Pool dabei gleichzeitig weiter zu nutzen. Das Castellum Aquae war mit einem Ziegeldach überdeckt. Dachziegel, genannt Tegula und Imbex, sind hier zu sehen. Um den zentralen Pool haben sich Steinverkleidungen auf dem Boden erhalten. Die breiten Steine daneben sind bereits die Fundamente der Außenwand des Tonnengewölbes. Auf der Sternseite des Pools boten gut gepflasterte Bodensteine etwas mehr Platz. Zwei aufrechte Steine sind sichtbar, vielleicht für eine Bank. Weiterhin findet sich rund um das zentrale Becken ein kompliziertes Abflusssystem. Direkt vor dem zentralen Bau befand sich die Hauptkanalisation, in die wohl alle Wasserschächte mündeten und die das Wasser in den Fluss ableitete. Seitlich davon floss direkt außerhalb der Hallenwand der Hauptkanal für das zentrale Schwimmbecken entlang. Dieser kommt wiederum aus dem dahinterliegenden großen Raum. Er verläuft hinter der Ausgrabungsstätte weiter, was die Möglichkeit anderer, bisher unausgegrabener Wasserbecken eröffnet. Am vom Eingang aus betrachteten rechten Ende der archäologischen Anlage schließlich findet sich eine Palästra, das heißt ein unüberdachter Außenbereich zum Sport machen, sich unterhalten oder umherlaufen. Er ist mit einer Breite von nur 5 Metern sehr dünn, aber gut 40 Meter lang. Die Palästra war auf der Poolseite von einem Portiko umgeben. Einen Sockel für eine Säule aus der Palästra konnte man entdecken. Er ist hier zu sehen. Steinere Sitzreihen und Bänke verzierten den Platz. Die Palästra war bestimmt ein recht angenehmer Ort zum Erholen und Ertüchtigen.
Nachdem Krisen, Kriege und Verfall seit dem 3. Jahrhundert bestimmt auch an Aquae Flaviae nicht spurlos vorbeigegangen waren, brachte ein gewaltiges Erdbeben im späten 4. Jahrhundert die großen Schwimmhallen schließlich zum Einsturz und beschränkten damit die Nutzung der heißen Quellen. Hier sieht man Bilder der zusammengefallenen Gewölbe während der Ausgrabungen. Das Erdbeben ist geschichtlich belegt durch Schriften des Bischofs Hydatius. 3 Badegäste wurden beim Zusammenbruch der 10 Meter hohen Deckengewölbe erschlagen. Ihre Skelette liefern heute wichtige Erkenntnisse zum lokalen Leben, Nahrung und Badeverhalten der Bevölkerung zu dieser Zeit. Die Ruinen waren spätestens im 9. Jahrhundert vergessen und überbaut. Im 17. Jahrhundert wurde eine Mauer der Stadtbastion durch das Areal getrieben. Ein Teilstück ist hinter der Palästra zu sehen. Im Jahr 2006 schließlich wurden die römischen Bäder beim Bau einer Parkgarage entdeckt. Und damit verlasse ich diese ausgezeichneten und sehr empfehlenswerten Thermalbäder auch wieder. Nachdem mich die römischen Bäder tief beeindruckt hatten, wollte ich mir auch noch die zweite große römische Sehenswürdigkeit der Stadt anschauen, die Trajansbrücke. Das ist die vielleicht beste und schönste römische Brücke, die ich auf meiner ganzen Reise durch Galizien gesehen habe. Selbstverständlich wurde auch sie im Laufe der Jahrhunderte immer wieder renoviert, dennoch ist ihr Erscheinungsbild wohl auch heute noch recht authentisch. Die Brücke führt über den Fluss Tamega, ist 140 Meter lang, heute 9, vielleicht zu römischer Zeit 6 Meter breit und führt über 12 sichtbare von ehemals insgesamt 18 Bögen. Sie stammt grob aus dem Jahr 100. An manchen der Bogensteine erkennt man noch Wolfslöcher, die für den Bau der Brücke verwendet wurden. Die Brücke war ein wichtiger Bestandteil der Via 17, der südlichen Verbindung zwischen Bracara und Asturica. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie repräsentative Zwecke hatte für all die Touristen und Offiziellen, die für die Thermalbäder zu Besuch in die Stadt kamen. So eine große Brücke hat schon damals wie heute was hergemacht. Außerdem besteht die römische Brücke aus teurem Granit und in der Nähe wurden auch gepflasterte Straßen von hoher Qualität entdeckt, was alles zu ihrem prachtvollen Erscheinungsbild beigetragen haben mag. Auf der südlichen Seite des Flusses, wo ich nun stehe, befindet sich der Distrikt Maddalena. Auch zu römischer Zeit hätte sich die Stadt dank der Brücke bereits bis hierher über beide Ufer des Flusses erstreckt. Da es auf der Brücke keinen Verkehr mehr gibt, kann man gemächlich zu Fuß darüber laufen und so das Bauwerk im Detail erkunden. Um das Jahr 104 wurden 2 Säulen zum Gedenken an die Erbauer der Brücke errichtet. 1738 wurden diese Säulen entfernt. Dafür befinden sich heute in der Mitte der Brücke auf beiden Seiten neue, rekonstruierte Meilensteine. Sie haben Inschriften, die auf echten Meilensteinen beruhen und geben unter anderem die Entfernung nach Braga und Astorga an. Die Trajansbrücke in Chaviche ist wirklich außergewöhnlich schön, sogar im Regen. Nachdem ich sie mir so lange angeschaut hatte, wie ich wollte, verließ ich den Ort auch wieder. Bye bye, Aquae Flaviae! Damit ging der letzte komplette Tag meiner Galizienreise zu Ende. Auch er war wieder ganz ausgezeichnet. Aber nun musste ich zurück nach Westen in die Nähe von Porto fahren, von wo aus es morgen wieder zurück nach Hause gehen würde. Die letzte Herberge fand ich weit oben in den Bergen in einem winzigen malerischen Dorf. Ein hervorragender Ort, um meine letzte Nacht zu verbringen. Bis morgen!